Die Tecto-Kühl- und Tiefkühlzelle wird in einzelnen Verpackungseinheiten angeliefert. Die Unterlagen zur Lieferung befinden sich in einem separaten Beipack. Die Stückliste gibt Aufschluss über die Vollständigkeit der Sendung. Außerdem enthält der Karton alle technischen Unterlagen und das erforderliche Montagezubehör. Beim Auspacken muss eine Sichtkontrolle durchgeführt werden, um eventuelle Schäden oder fehlende Teile festzustellen. Empfehlenswert ist die Befestigung der beiliegenden Fertigungszeichnung an einer Wand. Die Zeichnung enthält die Nummerierungen und die Anordnung aller Zellenelemente und dient als Montageplan. Der Montageboden wird genau vermessen und der Zellengrundriss mit Kreide oder einem Markierungsstift übertragen. Die Fertigungszeichnung gibt Aufschluss über die genauen Grundmaße der Zelle. Zellen, die im Temperaturbereich unter minus 5 Grad Celsius betrieben werden, müssen auf Unterlüftungsplatten als Unterfrierschutz aufgestellt werden. Die Unterlüftungsplatten werden lose im Raster von 200 bis 300 mm verlegt. Wenn alle Platten auf dem Boden liegen, muss überprüft werden, ob der Boden eben und waagerecht ist. Dafür kann man die Wasserwaage nutzen oder alternativ die Lasermethode. Bei unebenem und nicht waagerechtem Boden ist die Maßdifferenz durch geeignetes Material auszugleichen. Auf die Unterlüftungsplatten werden die Bodenelemente der Zelle aufgelegt. Bodenelemente sind ab Werk mit Dichtband versehen. Die Dichtung darf nicht beschädigt werden und muss genau überprüft werden. Die Schutzfolie auf der Dichtung ist vor dem Verbinden der Bodenelemente zu entfernen. Die Bodenelemente werden eng zusammengeschoben und durch selbstzentrierende Exzenterspannschlösser verbunden. Die Schlösser werden von der Zelleninnenseite mit einem Inbusschlüssel per Rechtsdrehung angezogen. Die Verschlüsse ziehen nur an, wenn der Abstand der Zellenelemente bei der Montage kleiner als 12 mm ist. Auf den gereinigten Rand des Bodeninnenblechs wird das beiliegende Dichtband aufgeklebt. Die Schutzfolie des Dichtbands wird abgezogen. Die Bedienungsöffnungen der Spannschlösser müssen verschlossen sein. Dafür werden die Bohrungen mit Füllmaterial versehen. Es erfolgt das Ausspritzen mit PU-Dichtmasse. Auf jede Bohrung wird ein Verschlussstopfen aus Edelstahl aufgesetzt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Durch vorhandene Bohrungen in der Federseite werden auch in das Gegenelement mehrere Löcher gebohrt. Der dafür notwendige Metallbohrer wird im Beipack mitgeliefert.
Mit beiliegenden Edelstahlnieten und einer Blindnietzange werden die Elemente an der Überlappung fest verbunden. Ein Blick auf die Fertigungszeichnung klärt die nächsten Schritte. Auch die Wandelemente sind durch Aufkleber gekennzeichnet, die die Anordnung festlegen. Die Wandmontage beginnt mit einem Eckelement. Die Elemente werden über die Spannschlösser verbunden. Alle Wandelemente werden fest zusammengeschoben und miteinander verbunden. Die Fügestellen müssen immer wieder auf ihren Höhenversatz geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Es dürfen keine Kanten herausragen. Bei der Montage der Wandelemente ist die Einhaltung der Montagereihenfolge wichtig. Man beginnt immer mit einem Eckelement und einem Ergänzungsteil. Somit steht nach dem Zusammenspannen beider Teile eine stabile Ecke, an der man nun alle weiteren Wandelemente ansetzen kann. Bei Kühlzellen mit zwei getrennten Räumen baut man, bis eine Wandseite die Mittelwand erreicht. Der erste Raum kann somit ringförmig geschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass eines der beiden Wand-T-Elemente als letztes in Raum 1 eingesetzt wird. Anschließend fährt man mit der Montage von Raum 2 fort. Auch hier werden die Wände ringförmig geschlossen. Es wird empfohlen, vor jedem neuen Element einen Blick auf die Fertigungszeichnung zu werfen, um die Nummerierung zu kontrollieren. Die einflügelige Drehtür wird komplett mit Türstock angeliefert. Der Türstock kann an jeder Stelle der Zellenwände im Raster 300 mm angeordnet werden. Hier wird er anstelle eines Wandmittelelements eingesetzt. Dort, wo später das Huckepack-Aggregat eingehängt werden soll, müssen jetzt die entsprechenden Aussparungen sowie das Loch für den Tauwasserschlauch in das Wandelement gesägt werden. Die entsprechende Schablone liegt bei. Anschließend werden die Aussparungen und das Loch mit Zinkstaubfarbe versiegelt. Das bearbeitete Element wird zum Montageplatz getragen und befestigt. Bitte beachten, die Zinkstaubfarbe ist nicht im Lieferumfang enthalten, da die Kühlzellenwände meistens schon mit Aussparungen geliefert werden. Sie kann bei der Fiesmann Kühlsysteme GmbH bestellt werden. Vor dem Aufsetzen der Deckenelemente ist das Huckepack-Aggregat von mindestens zwei Personen in die Wand mit den ausgesägten Aussparungen einzuhängen. Die vorbereiteten Arretierungswinkel werden zur Wand geschoben und fest angezogen. Wenn das Aggregat fest sitzt, muss die Tauwasserheizung nach außen geführt werden. Der Gehäusedeckel des außen befindlichen Aggregates wird geöffnet. Von innen wird der Tauwasserschlauch über das Heizkabel gezogen und durch ein vorbereitetes Loch im Wandelement nach außen geführt. Bei Tiefkühlaggregaten muss der beiliegende Siphonbogen auf den Tauwasserschlauch aufgesteckt werden. Danach wird das Aggregatgehäuse wieder geschlossen. Die Montage der restlichen Wandelemente wird fortgesetzt. Alternativ kann das Kühlaggregat auch erst dann eingehängt werden, wenn alle Wandelemente bereits stehen.
Um eine Dichtung zwischen Aggregat und Decke zu gewährleisten, müssen über den Aggregatholmen die beiliegenden Armaflex-Formstücke aufgelegt werden. Als letztes Teil ist ein Eckelement einzusetzen. Nach dem Einbau der Tür und dem Aufstellen aller Wandelemente folgt das Aufsetzen der Deckenelemente. Sie müssen genau ausgerichtet werden und komplett abschließen. Die Dichtungen dürfen dabei nicht beschädigt werden. Sind alle Deckenelemente aufgelegt, werden sie von innen mit Spannschlössern angezogen. Wie bei den anderen Zellenelementen erfolgt die Verbindung durch ein selbstzentrierendes Nut- und Federsystem. Die Transportsicherungsblenden am Türblatt sind unbedingt zu entfernen. Um die Türschwelle sicher gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten, wird die Unterseite der Schwelle ringsum gereinigt und mit PU-Dichtmasse versehen. Die Edelstahltürschwelle wird mittig auf das Bodenelement aufgelegt und ausgerichtet. Dann werden die Befestigungsbohrungen oben und an der Vorderseite gebohrt. Mit einer Nietzange und beiliegenden Nieten wird die Türschwelle auf dem Bodenelement befestigt. Um die Türscharniere einzustellen, müssen die Abdeckkappen der Scharniere entfernt werden. Mit einem Schraubendreher und einem 8er Imbusschlüssel wird die Tür justiert und eingestellt. Nach Montage und Justierung der Tür ist zu prüfen, ob die Nase des Verschlusses hinter dem Schließkeil einrastet. Ist ein Nachstellen erforderlich, werden die Schrauben am Keil gelockert, der Schließkeil neu fixiert und die Schrauben wieder festgezogen. Jetzt muss überprüft werden, ob die Tür dicht ist. Dichtet die Tür perfekt ab, wird durch die Rundlöcher am Schließkeil vorgebohrt. Der Schließkeil wird zusätzlich mit 2 Schrauben gesichert. Abschließend werden die Abdeckkappen der Türscharniere wieder angebracht.
Im Inneren der Kühlzelle werden die sichtbaren Verbindungslöcher der Wandelemente mit Füllmaterial aus Schaumstoff und Abdeckkappen verschlossen. Steht die Kühlzelle, geht es an den Aufbau der Regalsysteme. Die Regale für die Längsseiten der Zelle werden aus Platzgründen außen zusammengebaut. Um den Regalseiten optimalen Halt zu geben, wird ein Diagonalkreuz in der Mitte angeschraubt. Es dient als Stütze für das Regalgerüst. Hier ist auf die Maßangaben des Diagonalkreuzes zu achten. Das Diagonalkreuz wird an der Rückseite des Regals mit den Regalleitern verbunden. Die Löcher hierfür sind in den Regalleitern bereits vorbereitet. Ist das Regalgerüst fertig montiert, wird es vorsichtig in die Kühlzelle getragen. Spezielle Bodenträger werden an den Regalböden des zu erweiternden Regales befestigt. Sie dienen später als Halterung für den Anschluss eines weiteren Regals, welches um 90 Grad versetzt steht. Die Böden der längsseitigen Regale werden einfach in die Seitenelemente eingehängt. Zusätzliches Bohren oder Schrauben ist nicht erforderlich. Die Regalsysteme sind selbststabilisierend und äußerst robust. Sind beide Längsseiten der Kühlzelle mit den Regalen versehen, wird das querstehende Regal an der hinteren Stirnseite montiert. Jetzt kommen die Bodenträger im hinteren Bereich zum Tragen, die vorher an den Böden der gegenüberliegenden Regale angebracht wurden. Die Regalböden der Stirnseite werden in die Bodenträger quer eingehängt und festgedrückt. Abschließend muss überprüft werden, ob alle Regale in Waage stehen. Bei Abweichungen können die Regalfüße entsprechend eingestellt werden. Die Kühlzelle ist nun fertig montiert und kann in Betrieb genommen werden.